Dann, liebe Freunde, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum 101-Cast zwischen CloudJump hier und Manemu. Ich habe keine Ahnung, wie das entstanden ist, aber Manemu hat auf einmal gemeint, jo, CloudJump hat gesagt, hier, Plink, ne, One-on-One hat sie mir versprochen. Plink dann so, nö, keine Ahnung. Und auf einmal sind wir doch hier gelandet. Und wir spielen auf der Map Echo Point Antarktika. Eine Runde One-on-One, Best of Five, Mystery Heroes, keine speziellen Regeln. Es ist als einziges Symmetra und Torbjörn nicht mit in der Heldenrota drin. Die beiden fallen also raus. Wir gehen jetzt in die Runde rein. Ganz viel Spaß bei diesem 101-Cast. Okay. Und wir fangen an mit Zenyatta. Zenyatta hier eigentlich favored, würde ich sagen, für den Manemu, weil Manemu hat in seiner Vergangenheit viel Zenyatta gespielt. Mal schauen, wer von den beiden das jetzt besser machen wird. Discord-Orbs sind hier schon verteilt. Haben jetzt hier die Zeit. Keiner versucht es mit dem Rechtsstick gerade, sie versuchen beide mit den Left-Sticks. Doch hier ist gerade Manemu mit dem Double-Hit, hat aber auch schon hier viel Schaden gekriegt. Plink gerade noch in guter Verfassung, müsste jetzt aggressiver spielen. Manemu reckt gerade schon wieder voll und da ist Manemu schon wieder auf Max-HP. Keiner hier jetzt nicht gekriegt. Ultimate-Vorteil ist hier noch gar nicht zu sehen, also gar nichts passiert hier. Oh, schöner Start von Manemu, geht hier in die Ecke und da kriegt er den Kill. Ganz knapp jetzt, 21 HP, 1:0 für Manemu. Das war ziemlich close, war natürlich hier dem zu verdanken, dass er hier um die Ecke gegangen ist. Direkt den Headshot gut gesetzt hat, das war nicht schlecht. CloudJump und Manemu jetzt hier auf den McCrees. Bei McCree gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder man macht es auf Long Range oder falls man Low HP ist, da war ein schöner First hier von CloudJump, einfach mal dann auf Close Combat gehen und mit der Stun-Granate kann man das Ganze nochmal umdrehen komplett. Schön gemacht hier, Plink. Haut hier die Hits raus und kriegt hier noch den Headshot im Nachhinein. Hier mit 141 Rest-HP gewonnen. Das war ein ganz klares 1:1. Ganz klarer Sieg hier für Plink. Schön gemacht. Jetzt Zaya-Battle. Zaya sehr abhängig vom Tracking-Aim des Spielers. Und vom richtigen Nutzen des Shift-Shields natürlich. Man sollte mit den Right-Clicks nicht so viel arbeiten. Man kann natürlich mal ein bisschen vorpoken. Aber der Damage, der DPS vom Right-Click ist einfach nicht allzu gut hier. Kostet auch viel zu viel Ammo. Ja, das ist jetzt zum Beispiel das Opening hier. CloudJump mit dem Right-Click. Hat hier zwar getroffen, aber hat hier natürlich schon einen Magazin-Nachteil. Schild hier besser gesetzt von Manemu auf jeden Fall. Das Shield sollte dazu genutzt werden zu reloaden. Oh, schönes Tracking-Aim hier. Manemu ziemlich low, aber auch Blink hier ziemlich low. Und das wird knapp. 33 HP, die nochmal den Faustschlag. Aber Manemu mit einem HP, 3 HP. 3 HP übrig und damit 2:1 für Manemu. Das war verdammt knapp. Beide Trackings hier schön gesetzt. Das war verdammt knapp. May-Battle jetzt. Man kann viel mit der Wall rausreißen. Wichtiger natürlich noch der Eisblock hier mit dem Selfie. Mal gucken, ob hier gleich schon jemand steht, bevor überhaupt ein Eisblock kommt. Beide treffen hier gerade nicht allzu gut. Manemu ist hier mit dem First Hit gerade. Counter hier gerade von Plink. 75 Damage auf beide. Die Wall hier gesetzt zum Engagen. Oh, schöne Wall hier von Plink nochmal zum Countern. Ist jetzt hier vielleicht in der besseren Position. Manemu hier fast down. Nochmal schön den Eisblock gezogen. Und jetzt aber hier Plink in der besseren Lage. Kann ihn nochmal schön freezen. Kriegt hier den Freeze. Synchro-Freeze allerdings. Muss jetzt einfach nur den Left-Click durchdrücken. Manemu, Cooldown, eine Sekunde, kann hier nochmal in den Shift gehen. Sollte jetzt schnell machen, 13 HP. Geht hier nochmal in den Shift-Eisblock. Plink hat den Eisblock auch schon wieder ready, also eigentlich keine Gefahr. Schöner Shot nochmal von Plink im Follow-Up. Manemu hier sehr, sehr low, ganz, ganz low. Ein Hit noch. Plink kann hier ganz in Ruhe in den Eisblock gehen. Sollte er sich aber nicht zu viel Zeit lassen, macht sie auch nicht. Der Eisblock hier von Manemu schon wieder ready. 66% zu 70% gerade für Manemu. Manemu jetzt hier im Ultimate. Ja, dem Ultimate näher. Der Blizzard natürlich im One-on-One nicht so impactful. Ist schwer, den gut zu setzen. Hier sehen wir gerade, Plink heilt sich hier nochmal. Oh, schöner Shot hier direkt vom Manemu. 88 HP jetzt noch. Oh, kriegt hier nochmal ein Follow-up hin, aber CloudJump kann es hier rausholen. Plink gleicht aus. 2:2 mit gerade mal 20 HP left. Das war knapp. Sehr spannend zwischen den beiden hier auf jeden Fall. Jetzt das Sombra-Battle. Sombra, verdammt wichtig. Verdammt wichtig hier bei Sombra, den Gegner unter 100 HP zu kriegen. Wer den Gegner zuerst auf unter 100 HP hat, und falls man selber noch über 100 HP hat, kriegt man halt die True Sight durch die Wall. Und da ist es dann echt problematisch. Sobald der Gegner halt sieht, wo man ist, kann man sich alle Zeit der Welt lassen. Man sollte nicht rauskommen. Ah, hier haben wir gesehen, Manemu hat hier nochmal Blink gesehen. Hat hier jetzt gerade aus dem Stealth rausgesehen.
Oh, und jetzt sind schon beide unter 100 HP. Manemu kommt hier gerade nicht raus. Blink geht hier nochmal zurück. Ist hier auf höherer HP. Und Manemu geht down. Blink. 3-2 in Führung. Hier nochmal die Disrespect Greeting. Der Greet Emote. Oh je, Blink. 3-2. Jetzt Diva Battle. Diva Battle kann immer sehr, sehr spannend werden. Sehr, sehr lange gehen vor allem auch. Es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass man hier auch nochmal den Mech zerstört sieht und dann nochmal neu in den Mech reinkommt, wenn man es richtig ausspielt. Oh, jetzt gerade Cloud Jump, ein bisschen im Nachteil. Holt jetzt gerade nochmal auf, kriegt hier nochmal schön die Headshots rein. Oh, da geht nochmal Manemu hin, fliegt nochmal ran. 27 HP. Na, das konnte Blink nicht ganz so gut nutzen. Jetzt hier gerade das Diva Battle, nicht ganz so elegant zwischen den beiden. Sehr, sehr nah voreinander. Manemu hier gerade verwirrt, weiß überhaupt nicht, wo Blink gerade ist. Blink. Kann hier abschätzen. Hört hier Manemu. Kann hier nochmal Damage fahren. Manemu hier gerade sehr, sehr low, aber auch Blink auf 8 HP. Ein einziger Hit noch von beiden Seiten, aber nein! Es hat nicht mehr ganz gereicht. Manemu gleicht aus. 3-3 mit 10 HP verbleibend. Es war doch noch ein Hit mehr, den Blink gebraucht hatte. Sie hat den Hit gesetzt, hat ihn auf 10 HP gebracht. Aber mit ihren eigenen 8 HP war es dann doch zu knapp. Und jetzt das Ender Battle. Vielleicht hier ein gezielter Shift. Ein gezielter Sleep wäre hier ganz gut. Oh, der First Hit hier geht hier an Blink. Geht hier an Manemu, aber Blink kann ausgleichen. Oh, und das soll es gewesen sein. Die Heal-Granate hier vielleicht etwas zu offensiv, aber Manemu gut abgeschätzt. Und damit Matchpoint für Manemu. 4-3 in Führung. Jetzt geht's um alles. Und es geht mit der Widowmaker. Beide von denen, also sowohl Blink als auch Manemu, sind gute Hitscan-Spieler. Das könnte sehr, sehr knapp werden. Manemu leicht favored hier in diesem Matchup, würde ich fast behaupten. Aber auch Blink spielt sehr gut Hitscan, ist eine hervorragende Tracer-Spielerin. Mal schauen, wer sich zuerst sieht. Es kann beim Widow Battle natürlich wirklich einfach nur es ist eine Sekunde. Oh, first. No, Counter Hit direkt. Double Hit. Beide wurden einmal getroffen. Ah, oh, knappes Ding hier. Manemu versucht den Flying Shot nochmal. Aber Blink holt es raus. 4-4. Oh, wow. Spannend, da geht es kaum noch. 4-4. Und in die finale Runde. Reaper gegen Reaper. Das wird nochmal richtig knapp jetzt hier. Ah, beide gehen hier gerade verschiedene Wege. Ah, haben sich jetzt gefunden. Gehen aufeinander zu. Und First Hit hier gerade für Blink. Manemu geht hier down. Und das ist der Sieg für Blink. Fast den Perfect Win hingelegt. Mit dem Reaper. 5-4. Blink. GG. Well played. Und Manemu vernichtet. Aber 5-4. Ganz, ganz knappes Ding. Richtig nice. Schöne Runde hier. Das war richtig awesome. Stark gemacht. Hat mir gut gefallen. Das war ein sehr ausgeglichenes Match. Sehr, sehr spannend gewesen. Und ja. GG, well played. So, ich denke. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Das Ganze wird es dann vielleicht häufiger geben. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr, ob ihr das mögt. So ein One-on-One-Cast. Wird es demnächst auf meinem Twitch-Kanal auch dann vielleicht, also sehr wahrscheinlich Turniere geben, irgendwann ab April. Das war jetzt mal so eine Probe-Cast einfach nur. Sagt mir mal, ob es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut da rein, bleibt da geil, ciao.